Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wie ihr wahrscheinlich schon seht hier, diesmal wieder eine andere Strecke, nicht aus Rostock. Das ist jetzt nämlich Wackersdorf und das ist keine No-Name-Strecke. Also der richtige Name, auf der, also die Internet-Webseite heißt auch ProCard. Und das ist die drittbeliebteste Strecke in ganz Deutschland. Also auf jeden Fall keine No-Name-Strecke, die sollte man eigentlich kennen. Also ich denke mal, viele Rennfahrer kennen die. Und da werden auch sehr, sehr viele Rennen gefahren. Mit Rennkarts und sowas. Und die fahren da auch den ganzen Tag. Das ist total cool, wenn man da hinkommt. Und dann da total viele Leute sind mit ihren Karts. Also ist alles voll cool da. Und das sind auch, also wir mussten Indoor fahren, weil Outdoor war erst ab 14.30 Uhr und wir waren 11.30 Uhr schon da. Und das waren jetzt 9 PS. Und hab meinen Bruder noch gefragt, ob die Kamera läuft. Und hab ihn auch gefragt, ob seine Kamera läuft. Und er hat ja gesagt, aber seine Kamera lief einfach nicht. Das ist richtig blöd. Aber am ersten Turn ist bei Tim eh nicht so viel passiert. Und guckt euch mal das Lenkrad an. Das finde ich richtig cool. Also das ist das erste Mal, dass ich mit so einem Lenkrad gefahren bin. Das sieht so ähnlich aus wie so ein Formel-1-Lenkrad irgendwie. Aber das ist richtig cool. Und das kann man auch richtig gut festhalten. Natürlich finde ich die Lenkräder aus Rostock noch ein bisschen besser, weil die sich besser halten. Jetzt wird auch schon mein Motor angemacht und es geht los. Und ich zeige euch natürlich direkt die erste Runde, dass ihr ein Gefühl kriegt, wie die halt so verläuft. Jetzt starten wir auch direkt schon in die erste Kurve. Da habe ich ja auch direkt jemanden überholt. Das ist so eine lange gezogene Rechtskurve. Die habe ich am Anfang nicht so gut hinbekommen. Und was ich auch sagen kann, also wir sind zwei Turns gefahren, zweimal 10 Minuten. Und die Turns waren beide voll. Und die nächsten Turns für den ganzen Tag waren auch voll. Also die war immer ausgebucht. Und also nach der Strecke war ich auf jeden Fall, fand ich die richtig cool. Weil die hat auf jeden Fall richtig coole Kurven und so. Und ihr seht jetzt schon die Banden. Und die kenne ich auch aus Polen, also aus Stettin. Da bin ich auch schon auf das Kart gefahren. Und die haben da auch so eine Banden. Und ich mag die jetzt nicht so. Und ihr werdet auch noch erfahren, warum ich die nicht so mag. Da gibt es auch noch eine kleine Berührung mit mir und der Bande. Bei uns in Rostock ist das ja so, dass wenn man leicht die Bande berührt, dass man halt so ein bisschen, ja, hier komplett weggerutscht. Weil, wie gesagt, die Bremse war so direkt. Also man hat sie gedrückt und hätte sich sie durch... komplett doll gedrückt, hätte ich mich bestimmt gedreht. Und jetzt Ende der Runde danach, werdet ihr sehen, geht das Gelblicht an. Ich heb die Hand und guck mal jetzt gleich, wer da steht. Könnt ihr dreimal raten. Und nein, es war nicht mein Bruder. Diesmal war es meine Mutter. Die ist nämlich auch mitgefahren. Und mein Vater war draußen, hat zugeguckt. Und jetzt seht ihr schon, rennt er, die Rennleiter auf der Strecke und schiebt sie da raus. Weil sie hat die Bremse gedrückt und hat sich einfach komplett gedreht, weil die Bremse so doll war. Aber leider hatte sie ja keine Kamera auf. Und jetzt wollte ich auch gleich auf sie warten, weil ich habe gemerkt, dass meine Mutter auch mit der Strecke irgendwie nicht so gut klarkommt. Also ziemlich langsam war am Anfang. Und an der Seite der Strecke war immer so ein kleiner Monitor. Da stand, wie viel km/h du fährst. Und bei mir stand die ganze Zeit zu 48 und ich wollte unbedingt die 50 knacken. Und ihr werdet ja noch erfahren, ob ich das im Laufe des Turns geschafft habe. Und ihr seht schon, dass ich eigentlich ganz gut mit der Strecke klar kam. Na klar, waren ein, zwei Kurven ein bisschen schwieriger. Und die Leute sind auch, also die meisten haben im ersten Turn gut vorbeigelassen. Aber im zweiten Turn, kann ich jetzt sagen, sind die wie die Verrückten gefahren. Bleibt unbedingt dran und guckt euch das an, also wie die Verrückten. Jetzt habe ich ihn angestupst. Ich mache das natürlich nicht mit Absicht, immer diese Ticketkurven anstupsen. Da denke ich mir auch im Nachhinein, warum mache ich das und so. Aber manchmal haben die so doll runtergebremst. Und jetzt hier, die erste Berührung mit der Bande. Und immer wenn man die so berührt, springt man wie so ein Flummi einfach weg. Und das ist richtig blöd, weil man will natürlich so eng fahren wie möglich. Aber kann man bei den Banden nicht so gut, weil man sonst immer hängen bleibt. Und jetzt hier seht ihr schon, wie langsam ich fahre. Ich habe jetzt nämlich auf meine Mutter gewartet. Ich wollte nämlich, dass sie mir hinterher fährt und meine Linie ein bisschen abgucken kann, dass sie auch schneller wird. Mein Bruder ist die ganze Zeit alleine rumgefahren. Von denen seht ihr ja nichts im Ersturn, weil er es vermasselt hat, seine Kamera anzumachen. Jetzt hier drehe ich mich um und sie ist direkt hinter mir. Und jetzt Vollgas. Und jetzt folgte sie mir erstmal die ersten paar Runden und konnte auch danach gut dranbleiben. Aber irgendwann, weil ich auch dann wieder zu viel wollte und zu schnell wurde, seht ihr es jetzt, ist sie direkt hinter mir. Und bam, komplett wieder weggesprungen, habe ich angezeigt. Hatte schon Angst, dass sie mir darauf knallt, aber ist nichts passiert, also alles gut. Und ich habe mich
im zweiten Turn, das kann ich jetzt schon mal sagen, immer auf der Geraden so geduckt, dass ich unbedingt die 50 schaffe, also die 50 km/h. Und jetzt hier steht schon wieder jemand, das ist aber jetzt nicht meine Mutter, sondern ein Ticketkunde. Die haben sich auch ganz schnell aufgedreht, aber ich finde, für Ticketkunden waren die Karts auch ganz gut schnell, also für die Halle, für die kleine Bahn war das schon schnell. Jetzt ist vor mir wieder jemand, der gibt auch Gas, und ihr seht jetzt schon, der hatte diesen Crosshelm, aber ich verstehe es nicht, warum er diese Maske dazu nicht aufgesetzt hat, weil von hinten sah das irgendwie richtig komisch aus, aber egal. Und jetzt zeige ich auch direkt schon meine schnellste Runde, und die war nicht schnell. Also es war meine schnellste, aber die war mit Weitem auch nicht perfekt oder so. Jetzt hier in der ersten Kurve ein bisschen übersteuern gehabt, deswegen auch leicht weggerutscht. Hier auch eigentlich ganz gut, aber jetzt hier auch wieder ein bisschen weggerutscht. Die Kurve, dachte ich, am Anfang kann man Vollgas nehmen, aber naja, ging am Anfang noch nicht so gut. Jetzt hier in die blödste Kurve, einer der blödsten Kurven, weil wenn man da zu schnell reinfährt, und ja, jetzt hier gegen geknallt, und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich bin fast jede Runde dagegen geknallt, und wenn ich mal nicht gegen geknallt bin, war es halt keine schnelle Runde. Und ja, die Zeit sage ich jetzt, es war nämlich eine 43,2 und war jetzt auf jeden Fall nicht so zufrieden. Ich wusste, dass es mindestens noch eine Sekunde auf jeden Fall drin, weil die Runde ja nicht ansatzweise perfekt war. Und das war auch schon die letzte Runde. Jetzt wurde ich abgewunken und fahre jetzt auch schon in die Box rein. Und guckt euch mal an, wie lang die Boxengasse ist. Da steht sogar noch so dran Slow. Und jetzt muss man da erstmal hinfahren. Aber der erste Turn war eigentlich entspannt und hat Spaß gemacht. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, was im zweiten Turn abgehen wird. Und jetzt suche ich da diesen Knopf, wo man das Kart ausmacht. Dachte, der ist da unten, jetzt finde ich ihn nicht. Sag, er drückt die Bremse, weil ich immer leicht losgerollt bin. Jetzt macht er auch schon den Motor aus und sagt, wir können aussteigen. Jetzt fragt mein Bruder mich. Hört ihr jetzt? Ja, weil Mama stand da einmal, ne? Ja, warum? Ja, weil die Bremse ist ja sehr doll, ne? Aber was hab ich denn irgendwie so lange gefahren? Ich hab auf Mama, lief dann immer Top-Speed 50. Ja, ich hab immer gewartet. Ja, auf jeden Fall hat mich mein Bruder gefragt, warum wir so langsam waren. Weil mein Bruder war auf jeden Fall der Schnellste. Seine Bestzeit war nämlich eine 42,87. Und das ist eine sehr, sehr schnelle Zeit. Ich sag euch auch jetzt schon mal direkt den Bahnrekord. Der Bahnrekord auf der Strecke ist eine 41,9. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Also was der Typ sich gedacht haben muss, der hat sich wahrscheinlich gefragt, warum der das nicht selber macht, weil eigentlich kann man die auch selber verstellen. Lass mich vorbei? Nein, die Lenkräder sind so geil. Wenn ich schneller als du bin? Dann lass dich vorbei, aber ich habe ja auf Mama gewartet. Okay. Jetzt habe ich noch zu meinem Bruder gesagt, dass ich dich vorbeilasse, wenn du schneller bist. Also er hat mich gefragt, ich habe gesagt, ja, kann ich machen. Und ich kann sagen, am Anfang hat er auf jeden Fall aufgeholt. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich den Bahnrekord nicht, habe ich ja gesagt. Und ihr werdet ja sehen, ob ich den geschafft habe. Weil Tim war ja gar nicht so viel weg. Also Tim war 8/10 weg. Das ist schon ordentlich was. Aber wir hatten alle noch keine perfekte Runde und wussten, dass da noch so viel Zeit zwischen ist, dass wir besser machen können. Und jetzt kommen auch schon die verrückten Leute. Hiermit fängt es auch schon an. Ich stupse ihn an. Ist ihm egal, er fährt auf jeden Fall eine Kampflinie, dass ich nicht vorbeikomme. Jetzt bin ich hier auch selber weggerutscht, aber weil der hat immer wirklich, also da war es echt schwer dran vorbeizukommen, weil der krass runtergebremst hat. Jetzt hier in der Kurve bin ich außen und er verbremst sich total, ihr seht es, dreht er sich fast. Dadurch komme ich jetzt fast vorbei, geht er jetzt nochmal mit Vollgas rein, ich stupse ihn an. Und jetzt der andere mische ich da auch noch mit ein. Jetzt sind wir zu dritt auf der Geraden. Ich drehe den einen da fast weg. Und jetzt hier rutsche ich weg und dränge den einen in die Wand. Da habe ich aber direkt entschuldigt, weil es nicht mit Absicht war. Jetzt der vor mir hier ging mir dann auch langsam auf den Sack. Es hat mich genervt, deswegen gehe ich jetzt hier rein. Und bin da schon vorbei. Und jetzt lasse ich hier Platz, weil er im Weg war. Und jetzt knallt er da wieder mit Vollgas durch die Kurve. Jetzt da hat er
hat er aber ein bisschen zurückgezogen, habe ich auch gedacht, so ja, endlich. Und das tut mir jetzt leid, jetzt hier zieht der Aufsteiger gerade ein bisschen rüber und jetzt habe ich ihn ja fast weggedreht. Und jetzt, bam, werde ich fast gedreht und ihr seht ja schon, also komplettes Chaos hier. Ich beschwere mich jetzt hier schon, weil jetzt hätten die keine Einweisung bekommen. Wir haben eine Einweisung bekommen und jetzt zeigt der Rennleiter schon an, dass wir ruhiger fahren sollen. Und die Einweisung ging auch nicht kurz, die ging so 5-6 Minuten. Und jetzt bin ich auch endlich vorbei. Aber das war auf jeden Fall echt nicht cool, was die da gemacht haben. Weil die haben ja gesehen, dass wir schneller sind und haben dann so versucht, so du kommst hier nicht vorbei und so. Jetzt gucken wir es mal aus Tim seiner Sicht an. Und das sieht echt cool aus. Gucken wir jetzt auf der Geraden. Einfach zu dritt nebeneinander. Und habt schon gesehen, Tim hat dadurch so doll aufgeholt, weil jetzt hier duckt er sich. Weil er ist ja viel später aus der Box gefahren. Und Tim musste durch die Leute jetzt auch erstmal durch. Und war natürlich auch deutlich schneller als die. Wir werden uns gleich sehen, wie Tim das hier macht. Auf jeden Fall hat Tim auch ein bisschen lang gebraucht, so wie ich. Weil es da echt nicht so leicht war, dran vorbeizukommen. Jetzt da hätte er fast, aber weil der andere dann wieder rübergezogen ist. Und jetzt gleich in die Linkskurve werdet ihr sehen, wie die Ticketkunde immer mit Vollgas reinknallen hier. Bam! Hat er sich gedreht und mich dabei ja auch noch fast. Jetzt ist Tim schon fast direkt an mir dran. Tim beschwert sich jetzt hier auch so, was ist hier eigentlich los? Und der Turn ging ja auch immer nur 10 Minuten. Und das kostet ja auch ein bisschen Geld und dann will man natürlich auch schnell runden fahren und so. Aber allgemein und so war das natürlich schon ganz lustig und so. Und habe danach auch im Helm so ein bisschen gelacht und so und habe mich schon gefreut auf das Video, weil das auf jeden Fall lustig wird. Und jetzt hier ist Tim außen und der Ticketkunde hat sich einfach weggedreht, aber haut jetzt hier wieder mit Vollgas rein und als hätten die irgendwie keine Bremse gehabt oder so. Also sind fast in die meisten Kurven alle Vollgas reingefahren. Also bei uns in Rostock ist das nicht so, dass die Ticketkunden da nicht die Bremse benutzen. Aber vielleicht lag es auch daran, dass die Bremse zu direkt war und die Ticketkunden sich deswegen gedreht haben. Weiß ich natürlich nicht. Und jetzt der hier, ich glaube, der war eigentlich ein Fahrer, der da öfters fährt. Weil ihr habt ja gerade gesehen, er hat den Kopf geschüttelt und so. Und jetzt hier lässt er mich auch vorbei gleich. Es sah natürlich irgendwie aus, als hätte er mich vorbeigelassen. Jetzt werdet ihr sehen, jetzt fährt er gleich ran. Jetzt gehe ich hier rein. Und der fährt zur Seite. Hat er gut gemacht, habe ich mich auch bedankt. Und das war auch nämlich der Einzige, der mich an dem Tag richtig vorbeigelassen hat. Und jetzt der vor mir, der war auch eigentlich nicht so langsam. Nur wo die Ticketkunden es immer verhauen haben, war in der Kurve hier. Jetzt gehe ich hier auch rein. Und ja. Aber sonst kann ich euch sagen, wäre die Strecke nicht so weit weg, weil die ist ja in Bayern und ich komme aus Rostock. Das sind natürlich so 5 Stunden. Und ich würde da jetzt nicht immer hinfahren, um dann nur so 20 Minuten Kart zu fahren. Da müsste man auf jeden Fall mal so ein ganzes Wochenende sein, dass sich das richtig lohnt. Aber jetzt kommt erstmal auch schon direkt meine schnellste Runde. Und ich duck mich jetzt hier. Und da stand gerade 49 und das hat mich schon gefreut, weil sonst immer so 48 da stand. Und jetzt hier in die erste Kurve. Ihr denkt jetzt, das war ein bisschen zu weit außen, aber in der Kurve war es nicht so schlimm, wenn man da weit nach außen kommt. Und sonst war die Runde eigentlich echt gut. Jetzt seht ihr da ein bisschen die Bande rührt, aber es hat wirklich nichts, also hat keine Zeit verloren oder so. Und sonst war die Runde mit Abstand auf jeden Fall meine beste. Und jetzt sage ich euch gleich schon die Zeit. Jetzt hier nicht in der Kurve verbremst und jetzt hier nicht hängen geblieben. Also nur leicht, aber das hat echt nichts verändert. Und es war eine 42,20. Und der Bahnrekord war eine 41,9. Das heißt, wir haben nichts zum Bahnrekord fast gefehlt. Und 2 Zehntel. Und wenn ich da... Jetzt gucken wir uns mal Tim schnell zur Runde an. Und wenn ich da irgendwann nochmal bin, werde ich auf jeden Fall den Bahnrekord knacken. Das sage ich euch. Weil die Runde war nicht perfekt. Ihr habt gesehen, ich bin ein, zwei Mal hängen geblieben. Jetzt gucken wir uns Tim schnell zur Runde an. Mal gucken, ob er den Bahnrekord geschafft hat vielleicht. Der wiegt ja nochmal ein bisschen weniger. Und hat mir auch gesagt, dass bei ihm die 50 km/h manchmal sogar da standen. Weil er auch natürlich windschnittiger ist, weil er kleiner ist und so. Und seine Runde war auch eine sehr starke Runde. Und seine schnellste Runde sage ich jetzt. Es war nämlich eine 42,70. Und das ist auch eine sehr gute Zeit. Das heißt, Tim fehlt auch nicht mehr viel zum Bahnrekord.
Und meine Mutter ist auch eine 42,7 gefahren. Nur meine Mutter war ein ganz kleines bisschen schneller als mein Bruder. Und jetzt hier, guckt mal da vorne, meine Mutter kämpft gerade mit denen. Und jetzt verbremst sich da einer total, dreht sich komplett weg. Jetzt guckt mal der Typ da vorne, bam, und er freut sich einfach. Jetzt fahre ich an beiden vorbei, weil das mir einfach alles so viel Zeit gekostet hat. Und der Typ hat meine Mutter mir danach erzählt, sie hat mir so gefreut, so, ja, ja, ich hab sie weggehauen, geil. Also ganz, ganz komisch irgendwie. Und jetzt wurde ich auch gerade schon abgewunken und ich musste natürlich noch ein bisschen Quatsch machen. Deswegen habe ich hier ein bisschen mit dem Lenkrad rumgespielt. Aber auf jeden Fall einer meiner Lieblingsstrecken. Nur wäre das nicht so weit weg und die Ticketkunden halt, normale Ticketkunden, sage ich jetzt einfach mal, hätte das auch wahrscheinlich noch mehr Spaß gemacht, weil ich wäre auf jeden Fall noch schneller gewesen, hätte ich nicht so viel Verkehr gehabt. Jetzt suche ich natürlich wieder den Ausknopf und habe ihn wieder nicht gefunden. Dieser Ausknopf war da irgendwie, jetzt habe ich gesehen, da irgendwie ganz weit drin und da kam ich irgendwie nicht an. Jetzt steige ich auch schon aus und meine Mutter erzählt mir das jetzt erstmal, was der Typ davor hatte. Einfach durch da. Ja, das ist alles. Sie wollten ja, sie müssen irgendwie Spaß draus machen. Was? Die anderen, ja. Ja, ja. Er hat auch so gemacht, denn, weil er, das, die denken, das ist hier Go-Kart oder hier so. Also auf jeden Fall ganz komisch irgendwie. Jetzt habe ich auch schon gesagt, oh, ich bin Erster. Und habe mich danach aber natürlich auch ein bisschen geärgert. Jetzt zeige ich euch, da steht je, also jemals. Und da bin ich auf Platz 4 von den jemals besten Fahrern, die da je gefahren sind. Damit bin ich dann doch zufrieden. Und also, wer aus Bayern kommt, denke ich mal, war da auf jeden Fall schon. Deswegen, wenn ich nächstes Mal da bin, werde ich auch auf jeden Fall Auto fahren. Und ich hoffe, euch hat natürlich wieder mein Video gefallen. Und ja, ciao.